Heute am 8. März gedenken wir des heiligen Johannes von Gott, der eben am 8. März 1550 in Granada gestorben ist. Er hatte ein sehr abenteuerliches und bewegtes Leben, bevor er in Granada angefangen hat, sich um Kranke, Wohnungslose, Waisenkinder, Prostituierte, behinderte Menschen zu kümmern und sie in sein Hospital aufnahm. Er hatte ehrenamtliche, freiwillige Helfer, die ihm geholfen haben bei der ganzen Sache, und auch einen Mitarbeiter, den er bezahlt hat. Und dann kamen später Männer hinzu, die gesagt haben, wir wollen so leben wie du, Johannes, und haben mit ihm gemeinsam begonnen als barmherzige Brüder, als erste Brüder. Und heute setzt sich unsere Dienstgemeinschaft noch genauso zusammen. Wir haben ehrenamtliche Helfer, Mitarbeiter, die für ihre Arbeit bezahlt werden, und Brüder. Und wir alle gemeinsam können heute am 8. März feiern, dass es Johannes von Gott gegeben hat und dass wir in dieser schönen und großen Dienstgemeinschaft gemeinsam unseren Dienst an unseren Mitmenschen tun.